Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Ich bin momentan richtig in einem guten Lauf und wir haben unsere Basis in der letzten Folge richtig schön verschönert. Ja, verschönert würde ich sagen, ausgebaut kann man dazu nicht sagen, weil wir haben einfach nur alles platziert und dann, zumindest haben wir einen Raum fertiggestellt, ne? Das muss man uns schon zugute heißen. So, von dem können wir auch ein bisschen mehr mitnehmen. Wenn wir mal wieder was brauchen, haben wir es dann wenigstens zu Hause. So. Okay. Finde ich gut. Ich muss sagen, unser Zuhause ist schon nicht schlecht geworden, ne? Ich meine, da fehlt noch offensichtlich ein bisschen was. Hier und da muss noch ein bisschen ergänzt werden. Aber an sich... gar nicht schlecht. Hier, die Minenpflanze wächst. Ich weiß nicht, gibt die mir was zu essen? Oder soll ich lieber Geisterkraut? Man weiß es nicht. So, machen wir ein bisschen Schmierstoff. So, das dazu. Den können wir dann hier auch schön reinpacken. Dann brauchen wir als nächstes einen Kabelsatz. Silbererz, 2 Stück. Das habe ich. Dann noch ein bisschen Titan mitnehmen. A reliable power source is a critical step towards self-sufficiency. Consider keeping a photo journal of your achievements to motivate you in times of despair. Komposiert organisches Material. Ach, das muss ich hier reinlegen. Das ist quasi ein Bio-Reaktor. Hinterfragt das jetzt bitte nicht. Ich war irgendwie ein bisschen brain-damaged. Es ist quasi ein Bioreaktor. Ja, Mann, Zero, das ist der verdammte Name von dem Ding. Du hast es erfasst. Ein Kompostlager. So. Das ist, glaube ich, noch einfacher gesagt. So, können wir Tierchen reinlegen. Die Minkpflanze wächst und gedeiht. Ich hoffe, die verträgt sich später mit anderen Pflanzen. Vielleicht kann auch nur eine zur Zeit wachsen. Ich weiß es nicht. So, okay. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal los. Vielleicht vorher sogar nochmal was essen. Das letzte, was wir hier noch haben. Du hast es erfasst, Babe. So, hier, ich nenne sie jetzt Babe. So. Dann nehmen wir die Batterie raus. Hier können wir die auch rausnehmen. Ich wollte bestimmt nicht die billige Batterie reintun. Musst du repariert werden, Dude. So, dann holen wir hier auch nochmal die Batterie raus. Und hier auch. Besser, wir ersetzen das Ganze jetzt. Zack. 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 So. Und zurück in Le Simotchen. Wir brauchen einen Diamanten. Wir können erstmal da hinten hinfahren, uns mit Wasser aufstocken, weil Wasser ist das nächste, was wir brauchen. Und dann können wir suchen. Wir müssen recht tief weit runter, aber wir können 900 Meter, wir können jetzt so tief, wie wir wollen. Rein theoretisch
Momentum Mundo. Ich habe, glaube ich, eine bessere Idee, wie wir erkunden können und gleichzeitig in der Kampagne weiter vorankommen können. Wir haben ja jetzt die Kommunikationsanlage abgerissen, ne? Ja, das haben wir. Wir sollten hier noch ein, zwei Gebäudchen mit dranpacken. Was ich hier auf jeden Fall noch wieder haben möchte. Ich möchte ja unten alles Mögliche abreißen. Ne? Das ist soweit klar. Noch ein Tauchdock. Geht das hier nicht hin? Weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir das gemacht haben. Gut, machen wir das später. Scannerraum. Der wäre noch von Bedeutung. Vielleicht machen wir den einfach hier hin. Aber ist wahrscheinlich, weil der Schutz da ist, ne? Ah. Manchmal begreife ich das nicht. Wie habe ich das damals denn gebaut? Wenn ich das hier hin packe, ne? Dann steht es doch einfach da in der Leere. Check ich nicht. 30 Sekunden. Ich muss mir noch mal einen meiner alten Folgen angucken. Ja gut, wir müssen aber noch mal kurz rein. Und die Kackpratze ist mal wieder weg. Keine Ahnung, was der jetzt macht. Vielleicht fährt er Patrouille. Ich habe keine Ahnung. Ach, guck mal. Wingplatz ist fast fertig. Achso, ich dachte, ich kann die Pflanze so weit ausbauen. Okay, wir brauchen hier noch ein Kommunikationsmodul. Titan und Kupfererz. Das war Gold. So. We've landed close to the Aurora. Flotation device is active, but we've got some big old fish in the water with us, and I don't know how long we're gonna last. We're close to the crash site, so bring radiation protection. Four out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Okay, okay, okay. Ja, dann würde ich glatt behaupten, geht das da heute hin, ne? Dachte ich zumindest. Kurz und Hinweise. Von der Rettungskapsel 4 wurde ein Notsignal empfangen, aber die beigefügten Koordinaten sind unbrauchbar. Die letzten verfügbaren Bilddaten wurden gespeichert und analysiert. Aktiviert, Kapsel auf Meereshöhe geordnet. Kapsel befindet sich in unmittelbarer Nähe des radioaktiven Niederschlags von der Aurora. Ursprung der Übertragung ungefähr 150 Meter nordwestlich. Ich denke, den haben wir auf jeden Fall gefunden. Weil irgendwas haben wir da gefunden, das weiß ich noch. Ja gut, dann gehen wir so auf Erkundungstour. Und gehen auf jeden Fall Richtung Heimatbasis. Sammeln da ein paar Fischis ein. Machen sie direkt zu Wasser. Und dann gucken wir da nach diesen seismischen Aktivitäten. So, ich habe mir ein bisschen Wasser gemacht, nicht viel. Wirklich nicht viel. Und ein bisschen was zu essen. Weil hier sind irgendwie nicht mehr so viele Glubschfischis. Keine Ahnung. Und wir können mal gucken, was passiert, wenn wir hier mal dran zupfen.
Säurekapsel. Okay. Einfach mal geklaut. Kann ich die jetzt auf Gegner werfen oder so? Zur Weiterverwendung geeignet. Okay. Ich weiß auch nicht. Packen wir hier erstmal alles rein. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwo was finden, wo wir runtertauchen können. Außer, dass es hier ein bisschen seltsam aussieht. Eigentlich nichts großartig Tolles, ne? Schade. Damagen die mich auch mit meinem Schiffi? Nö. Gott, die lassen mich nicht mehr los. Oh, sorry. Hast du verdient. Oh, Zähne. Ganz viele Zähne. Alles meins, alles meins, alles meins. Nehme ich, nehme ich, nehme ich. Danke, Dude. Wunderschön, Leute, wunderschön. Wir haben jetzt schön seltene Ressourcen am Start. Oh, Blubbifisch. Du bist nur eine. Okay, ganz kurz die Blubberfische hier mitnehmen. Ach, guck mal, da hat er wieder Müll am Start. Da freut er sich. Und wir auch, wir haben Gold. Na ja, gut. Ach, da ist schon hinten ist schon unser Zuhause. Crazy. So, hier waren viele seismische Aktivitäten, obwohl es hier kühler ist irgendwie. Ja, hier wird es immer kühler und immer kühler. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier einen Diamant finden. Aber eigentlich könnte auch Diamant einfach irgendwo sein, wo der Druck sehr hoch ist. Das heißt, je weiter runter wir gehen, umso höher wird ja auch der Druck. So rein theoretisch ist hier möglich, Diamanten zu finden. Oh, hier war einer, guck. Ziemlich kalt hier, 14 Grad. Will mich ja nicht beschweren, aber das passt irgendwie zu den Vulkan-Dingern nicht. Magnetit. Und was ist das? Nix. So, wir müssen aber aufpassen, hier waren irgendwo diese Schlangenviecher. Aber ich finde das gut, dass wir jetzt hier einfach rumdüsen dürfen. Sorry. Da ist mein Schiffchen in Ruhe. Komisch kleinen Viechers. Und hier Stress haben. Okay, huch. Kennen wir das? Das ist ein Seestern. Ganz viele Seesterne. Hier hat irgendwer Seesterne gesammelt. Hey, hier ist nix. Ein bisschen Licht. Wunderschön. Ah, da sind die Schlangenviecher. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Komm, einen Diamanten. Mehr brauche ich doch erstmal nicht. Oh, hier waren wir gerade eben. Oh.
Das Schlangenviech dürfte ja nicht so schnell sein wie wir, ne? Die Musik geht wieder los. Hier ist vielleicht irgendwas Wichtiges. Diamant! Ja. Ah. Easy going, Digga. Jetzt bin ich glücklich. Lithium! Sehr schön, das gefällt mir doch hier. So, nochmal Magnetit, das können wir alles gebrauchen. Oh. Weiß nicht, ob das so schlau ist, hier durchzufliegen. Ich war ein bisschen im Stress. Passen wir hier durch? Okay, wir haben durchgepasst. Aber die Musik hat aufgehört. Ach, hier sind wir wieder. Da, wo wir gerade eben waren, war Musik. Wir müssen zurück zur Musik. Ich wünschte, ich könnte die großen Dinger hier aufmachen. Aber ich glaube, dafür brauche ich irgendwie ein Krebsmodul oder so. Ja, versteckt sich da einer. So, wir sind hier runtergetaucht und hier hat die Musik angefangen, ne? Da versteckt sich einer drin. Oh, dachte ich zumindest. Lass mich in Ruhe. Ich hab dich gesehen. War kein Scheiß. Ob die mich in Ruhe lassen, weil ich so groß bin? Scheint doch friedlicher zu sein, als ich dachte. Wenn ich so weitermache, mache ich mich selber kaputt. Habe ich doch gut gesehen. So, hier steigen wir kurz aus. Gold. Magnetit. Magnetit. Diamanten, nice. Noch ein Diamanten. Ah, ich bin so glücklich. Noch ein Diamant, ja. Okay, hier finden wir alles, was wir brauchen. Ich würde gerne hier noch ein bisschen mehr sammeln. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich kaputt gehe. Ich gehe an der Last kaputt. Oh. Das kann ich auch gebrauchen. Lithium. Okay. Das geht jetzt ziemlich steil voran mit uns. Lithium. Ist doch gut. Wollen wir hier schon raus? Eigentlich ja nicht, ne? Komm, das untersuchen wir auf jeden Fall noch. Und dann gehen wir wieder zurück. Halt, das, wir kennen dieses Wrack. Oh. Dann geht's hier rein beim Wrack. Okay, das ist auf jeden Fall gut. Gut. Jetzt haben wir einen Orientierungspunkt. Okay, hier sind definitiv noch mehr Ressourcen, die wir ausbeuten müssen. Da ging es ja wieder darunter. Wir sind nicht so erfreut, dass ich hier Licht mache, ne? Oder? Weißt du was, ist mir egal. Vielleicht blende ich sie dadurch. Dann lassen die mich in Ruhe. Ich möchte die Geheimnisse dieser Welt erkunden. Und da kamen wir mal, ne? Ja.
Hier war auch irgendwo dieses Häuschen. Da. Ich glaube, da hat jemand nach uns geschnappt. Du bist aber nicht das Häuschen. Angst, wenn ich mein Schiff hier verlasse, dass die mich angreifen. Irgendwas schnappt nach mir, ja? Die sind nicht so erfreut, dass ich hier auf Erkundungstour gehe. Wir wimmeln ihn ab. So, da kommt er nicht durch. Immer noch 15 Grad. Ich kann nicht glauben, dass das hier so warm sein soll, also so kalt sein soll. Nicht bei diesen seismischen Aktivitäten. Oh, Ressourcen. Ein bisschen Gold. Und ein Diamant. Ich bin so glücklich. Oh, ich freue mich schon, wenn wir morgen zu Hause sind. Falls wir morgen zu Hause sind. Wer weiß, wie viel Zeit ich hier noch verbringe. Moment, das kennen wir schon. Bin ich jetzt im Kreis geschwommen? Oh. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wo wir schon waren und wo noch nicht. Da leuchtet es noch, da hinten. Das ist unser Zuhause, oder? Ich glaube, das ist unser Zuhause da hinten, dass da so leuchtet. Weiß nicht, ich habe mich voll verfahren, also. Ich wüsste jetzt nicht, wo wir sind. Ich bin schon wieder hier. Hä? Okay, wir müssen definitiv in die Richtung. Da wollte ich hin. Wie sind wir wieder hier zurückgekommen? Hä? Okay, kurz Orientierung fassen. Wir sind hier lang geschwommen, um dem Zeug zu entkommen, oder? Hier haben wir eine Riesenablagerung Gold, Magnezit. Hast du nicht gesehen? Gefährlich, aber egal. Lithium. Und jetzt schnell weg hier. Ein paar Fischis nebenbei töten. Vielleicht lassen mich dann in Ruhe. Ich fahre hier im Kreis. Kannst du mir doch nicht erzählen. Aber es wird Zeit, diesen Platz zu verlassen. Ja, auf jeden Fall genug Materialien gesammelt. Um Dinge zu bauen, die wir uns wünschen. Von daher, was soll's. Ich habe das Gefühl, dass ich hier irgendwas verpasse. Da ist das andere Gebäude. Okay. Dann sind wir hier an einer Stelle, wo wir noch nicht waren. Und vielleicht sollten wir uns hier nochmal umsehen. Hier ist das Gebäude, das wir aus Eile dann verlassen haben. Den scheiß Scanner nicht ausgerüstet. Schnell, 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 schnell. Hohoho. Mach mal keinen Scheiß hier, Junge. Okay, dann können wir auch langsam die Gruft hier verlassen. Oh, ich bin sehr glücklich über unseren Loot. Das war eine erfolgreiche Folge. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder und dann auch direkt zu Hause. Denn ich werde jetzt ohne Umschweife nach Hause fahren, fliegen, schweben, whatever. Und dann sehen wir uns da. Bis morgen. Ciao.